In Darmstadt sind bei einem Unfall mit einem Linienbus mehrere Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden mehrere Businsassen und der Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen seien ambulant behandelt worden. Der Bus sei erst gegen eine Straßenlaterne und dann gegen einen stationären Blitzer geprallt. Die Ursache müsse noch ermittelt werden. Der Busfahrer könnte gesundheitliche Probleme gehabt haben.